Hundeleckerchen als Mitbringsel. Ja, wer eingeladen ist, bringt doch gerne etwas mit. Ich bin heute zu Gast bei einer absoluten Hundeliebhaberin, Sonja Kraus. Und da dachte ich mir, etwas zum Futtern kommt bestimmt gut an. Romeo hier links im Bild ist der Chef von beiden. Er ist 12 und sein Kumpel Frankie, ein Dockenmischling, ist 8 Jahre alt. Sie leben mit ihrem Frauchen Sonja in Frankfurt. Ja, hallo. Hallo. Ja, hallo. Jetzt werden erstmal die Hunde begrüßt. Ja, guck mal einmal hier. Ach, du willst gleich beide haben? Ja. Hallo. So, der ist ganz zart. Guck, da muss aufpassen, dass die Finger dran bleiben beim Romeo. Aber hi, grüß dich. Wie toll. Ja, Mensch, ich habe gedacht, ich bringe euch was mit. Wie habe ich verpackt? Scheint zu schmecken. Guck mal hier. Danke. Da haben sie noch für den Tag was mehr. Selbstgebacken? Natürlich selbstgebacken. Ist nicht dein Ernst. Doch. Aber die habe ich nichts mitgebracht. Das ist völlig okay. Also ich backe ja leidenschaftlich gerne, aber ich habe meinen Hunden noch nie Leckerlis gebacken. Also Respekt. Aber mal Sitz. Pfötchen. Ja. Immer. Sonja Kraus ist Moderatorin, Model, Schauspielerin und Buchautorin. Sie hat ein bewegtes Leben. Ständig ist die Mutter von 2 kleinen Kindern unterwegs. Ihre 2 großen Rüden aber bieten der bekannten Talk-Talk-Talk-Moderatorin eine Menge Abwechslung. Mehrmals täglich frische Luft ist ein Muss. Sag mal, Sonja, du hast ja jetzt 2 Mischlinge. Rassehunde würden für dich gar nicht in Frage kommen. Es gibt so viele Hunde, die im Tierheim sitzen, so viele wunderbare, ich sag ja, Couture-Hunde, Einzelstücke, die man so nicht nachbauen kann. Die nehme ich einfach, die Übersendung. Und gerade beim Tierschutz sind halt die großen Schwarzen immer so ein bisschen Ladenhüter. Ja. Und deswegen bin ich immer bei den großen Schwarzen gelandet. Schon eben der erste Hund kam aus dem Tierheim und man hat einfach auch noch eine gute Tat getan. Auch eine gute Tat. Sonja ist eine vorbildliche Hundebesitzerin. Wenn ihre beiden Jungs Geschäfte machen, packt sie auch hier mit an. Selbst wenn es im tiefsten Dickicht ist. Dem großen Frankie gefällt's und Sonja sieht es gelassen. Beute! In Frankfurt dürfen Hunde in vielen Gebieten noch ohne Leine laufen. Das schätzen Sonja und ihre Hunde hier sehr. Des Hundebesitzers schickstes Handtäschchen. Nach dem Spaziergang geht's raus in den Garten. Jetzt kommt das große Fressen. Morgens trocken und abends Nassfutter. Für jeden Hund jeweils eine große Dose. Scheint tierisch gut zu schmecken. Die verputzen so einiges. Also, große Hunde sind dann doch, gehen schon ins Geld, muss ich sagen. Aber sie haben halt so eine immense therapeutische Wirkung auf die ganze Atmosphäre eines Haushalts, dass ich sagen muss, ist mir die Sache wert. Romeo und Frankie sind fast immer in der Nähe von Sonja. Selbst beim Stillen ihrer Kinder durften die beiden mit im Bett liegen. Echte Tierliebe. Gespült. Ich nutze den Dreh, Sonja auch zu fotografieren. Wenn die blonde Moderatorin mal ihre Hunde nicht mitnehmen kann, bleiben die beiden bei Sonjas Mutter oder kommen zu einer Hundesitterin. Das soll doch mal einer sagen, das sei kein Schoßhund, oder? 50, 60 Kilo Schoßhund geht auch, ne? Ein Leben ohne ihre beiden Kerle kann sich Sonja gar nicht mehr vorstellen. Hoffentlich leben sie noch sehr lange, Sonjas großer Wunsch. Sag mal, und die dürfen da jetzt rauf? Auf das weiße Kissen? Sagen wir es mal so. Hallo. Sie sollten vielleicht nicht, aber sie tun. Ja, Romeo und Frankie genießen jede einzelne Kuscheleinheit. Sonja, ganz, ganz lieben Dank für den super Drehtag. Danke für die Hundeleckerlis und fürs Kommen. Ja, und euch beiden auch ganz, ganz herzlichen Dank. Es hat super Spaß gemacht und ja, alles Liebe dir. Dankeschön. Tschüss.